Willkommen zurück bei Let's Play Tauschen der Second Story. Ich habe ein bisschen trainiert, sodass alle so gegen 80 sind. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Falls es das nicht tut, wäre das nicht sehr schön. Ja, man sieht schon, dass ich aufgrund dessen, dass ich nicht in dem Kampf wieder bin, dass ich den das letzte Mal nicht geschafft habe. Allerdings habe ich es um weiten länger ausgehalten diesmal. Einfach nur dadurch, dass Übung weg war, aber ich habe es halt, wie gesagt, trotzdem nicht geschafft. Weswegen ich mich halt ein paar Level hochgelevelt habe. Und ich hoffe mal, dass das jetzt klappt. Ah, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt Messexplosion raus? Ich würde Messexplosion für Kopfspalter raus tun. Ich hoffe mal, das habe ich getan. Ja, habe ich. Doch, ich werde genau in der Luft von dem Typen leider wieder rausgelockt. Ah, verdammt, und Rena ist nicht ganz aufgefüllt. Na, egal. Na, ich bin eh nicht in der Luft. Ich meine, ich bin eh nicht am Boden. Deswegen klappt das nicht. Ja, Rena ist tot. So, okay. Jetzt kann es doch mal losgehen hier. Los. Also mit dem Angriff in Ruhe. Danke. Ah, das ist gerade nicht nett. Ja, wir kriegen zu dritt das Ding ab. Gut, dann probiere ich mal, wenn die zwei den angreifen, greife ich mal den anderen an. Ah, bin ich im Weg? Bin ich im Weg? Ja, ich werde getroffen, verdammt. Ja. Okay. Das war gerade nicht nett. Ja, lass mich jetzt mal in Ruhe hier. Ah, Sticky Hole. So, ich muss jetzt zusehen, dass ich das eine Weile überlebe, damit ich plötzlich und Ashton wieder in den Kampf kriege. Am besten jetzt mal kurz Bretzes. Ach gut. Puh. Gerade noch geschafft, den Traktorstrahl auszuweichen. Ja, das habe ich getan. Ja, Blutsauger kannst du ruhig machen, das stört mich nicht. So. Wo habe ich den Heilstein? Da ist der Heilstein. Rena, zauberst du was? Nein, tust du nicht. Ah, verdammt, Ashton ist schon wieder tot. Ah. Vielleicht ist es einmal mehr versteinert. Gut. Ashton kommt wieder. Oh, er ist schon wieder versteinert. Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht dazu, alle drei gleichzeitig wieder Macht zu haben. Gut, jetzt. Jetzt mal mein MP in Ruhe müssen. Ah. Mann, ist wieder versteinert. Irgendwann reicht's ja mal. Shut up and die. Vielleicht sollte ich auch einfach mal Steinschutz reinmachen. Vielleicht hilft das ja. Ich meine, ich werde jetzt so versteinert und habe dadurch Probleme.
Vielleicht wenn ich einfach mal so einen Versteinerungsschutz reinmache, dass es dann gleich viel besser wird. Ein Versuch wäre es wert. So. Ja, und wieder sind die beiden versteinert. Oh. You'll be sorry for this. So. Wen erzauberst du? Nein, tust du nicht. Na, klasse. Ah. Aua. Gut. Noch, das gibt's doch nicht. Warum ist denn Cloud jetzt schon wieder gedingst? Alle heilen kannst du machen, das stört mich ehrlich gesagt nicht. So, Heilstein auf Cloud. Will ich mir auch gleich wieder übernehmen. So, und draufkloppen. In der Hoffnung, dass sie bald sterben. Blutsauger. Was Blutsauger. So, Feenlicht, jawohl. So. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt auch so ein bisschen weitergeht. Und nicht gleich sofort wieder alle versteinert sind, jetzt wo wir einmal ein bisschen geheilt sind. Und schon bevor ich das zu Ende sprechen konnte, wurde er schon natürlich wieder versteinert. So. Ja, wir heilen ihn gleich wieder. Und ich werde auch. Nein, werde ich nicht. Mann, geh jetzt einfach drauf, geh drauf, geh drauf. Allerhin kannst du von mir aus einsetzen. Aber geh einfach drauf. Oh. Oh, wieder ist einer. Gerade wenn ich plötzlich wieder frei von der Versteinerung des Eschen versteinert. Blutsauger kannst du gegen mich einsetzen, das stört mich überhaupt nicht. So. Okay. Rena, schnell. Nochmal Heilstein auf Essen. Na. Der Angriff geht nur auf Rena. Das ist das einzige etwas Positive da dran. Ja, einer ist tot. Gut. Den anderen werden wir jetzt auch niederkriegen. Ja, das ist doch geklappt. Aber ich glaube, es ist echt sehr ratsam, sich einfach einen Steinschutz reinzumachen. Dann dürfte der ganze Kampf ein bisschen einfacher laufen. Allerdings war das bisher ja nicht das Problem. Ich war ja vorher immer tot. Also, naja. Aber jetzt läuft es auch einigermaßen. So, nochmal Heilstein auf Ashton. So, Rena macht Abwehren und jetzt haben wir den auch relativ gut in der Mangel. Oder auch nicht. Ja, jetzt bin ich versteinert. Ah, da-dam. Na, aber ich muss schon sagen, bisher hat sich das Training gelohnt. Warum setzt die Feenheilung auf Ashton ein? Heil doch einfach jetzt mal Cloud und... Komm, Rena. Heilstein auf Pretzis. Und Abwehren Cloud. Dann sind wir alle zufrieden. So. Jetzt ein kleiner Spiegelschnitt.
Ach, und er geht natürlich so scheiße daneben, wie er nur daneben gehen kann. So. Okay, abwehren. Komm, stirb du jetzt auch einfach. Du bist jetzt so schön in der Ecke hier. Das wäre doch jetzt die optimale Position für dich, um drauf zu gehen. So, und wir haben es tatsächlich geschafft. Jawohl. Haha. Wir erhalten eine Feentrainer. Okay. So, und damit sind nur noch zwei übrig. Ha, du glaubst also, du könntest uns töten? Na, euch habe ich auf jeden Fall getötet. Nur noch zwei. Ach, gut. Oh, Mann. War das eine schwere Geburt. So. Scheiß drauf, mal kurz alle heilen hier. So. Gut, gut, haben wir das wenigstens geschafft. Speicher nochmal. So. Wir heilen uns erstmal hier ein bisschen auf. Gut. Okay. Haben wir das schon mal geschafft? Dann machen wir jetzt auch wieder die Messexplosion rein. Und gehen weiter. So. Zum nächsten wird es ein bisschen dauern, glaube ich, wenn wir da hinkommen. Also es geht nicht ganz so fix wie jetzt hier bei denen. Zumindest das Hinkommen nicht. Ah ja, genau. Ich mache auch jetzt erstmal wieder das Übungszeug rein, damit ich wieder mehr Erfahrungspunkte kriege. Ja. So. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Verständnis irgendwie einen schwächer macht, wenn man Lerne zu verstehen drin hat oder nicht. Man kriegt auf jeden Fall mehr Fertigkeitspunkte, wenn man ein Level steigt, wenn man das drin hat. Ich habe allerdings keine Ahnung, was passiert, wenn man einfach nichts macht, wenn man da irgendwie stärker oder schwächer ist. Ach, ja, okay, das ist das Ding hier. Je nachdem, was man da für Schalter betätigt, gehen andere Türen auf. Und es gibt hier, glaube ich, drei oder so Schalter, die man auf jeden Fall betätigen muss. Weil ansonsten, die letzte Tür nicht aufgeht. So, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen hier rum. Mal sehen, ob hier oben die Tür offen ist. Ne, ist nicht. Okay, das heißt, ich kann momentan hier nur nach links. Ich will natürlich auch wieder gucken, hier gibt es auch einige Truhen wieder. Zumindest ein paar. Ich will natürlich gucken, ob ich, wo die Sim drücken, möglichst alle kriegen und so, ne? Ja, man kommt hier eigentlich relativ gut jetzt durch. Allerdings. Geht eben eine Tür nicht auf, wenn man halt nicht alle der anderen Dinger da auf hat. Und ich glaube, das ist die hier. So, das heißt, weiter komme ich erstmal nicht. Das heißt, ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. So. Dämmungstest. Ja, Eisenhut. So, okay. Dann machen wir hier erstmal rechts. So. Okay, da geht alles zu. Mitte. Gehen die beiden Äußeren auf. Gut, gehen wir erstmal nach rechts. Und machen hier jetzt auch mal rechts. Gut, dadurch geht die oben auf. Und wir sind wieder hier. Klasse. So, okay, dann machen wir links. Und nochmal mit. Und müssen doch wieder ein Stück zurück und gehen stattdessen nach links. So, okay. Dafür kommen hier anscheinend keine Monster. Oder ich habe jetzt einfach gerade nur Glück. So, das ist der zweite. Hier war das vor und vorhin. So. Na, Quark, Mitte ist ja schon drauf. Links. So. Wieder nach oben. So, und jetzt müssen wir hier noch nach links. Das heißt, Mitte. Da müsste sich der linke nicht aufmachen. Okay. Daneben doch rechts. Die Auswahlmöglichkeiten sind auch gut. Da ist ein Schalter. Drückst du drauf? Links, Mitte, rechts? Nein. Okay, jetzt passt vielleicht bei drückst du drauf als Frage. Passt das? Nein, aber wenn man halt so sagen will, welchen Knopf willst du drücken? Links, Mitte, rechts? Nein. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Okay.
So, da haben wir jetzt eigentlich alle drei. Das heißt, wir müssen jetzt rein theoretisch durchkommen. So, kurz gucken. Oder auch nicht. Okay, ich beende hier den Part. Ich bin Maße 15. Das war Let's Play Star Ocean The Second Story. Bis zum nächsten Mal.